So, heute geht's zur Quelle der Moddau. Das Osterwochenende. Es ist angenehm warm. Ideal zum Wandern. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Etwas bewölkt. Wir haben diesen Sahara-Sand in den Wolken. Deswegen ist der Himmel so grau, ganz leicht ins Rötlich gehende. Ja. Eine kleine Wanderung am Ende der Woche, heute Samstagnachmittag. Insgesamt sind es etwas mehr als 8 Kilometer. Es sollen ein paar schöne Ausblicke unterwegs sein. Ich habe was zu essen dabei und werde nicht allzu schnell laufen. Ein paar Pausen einlegen und einfach so einen Nachmittag lang die Natur genießen. Bis später. Hier haben wir jetzt schon den ersten Rastplatz. Schön mit Steintisch, Moos bewachsen. Kann man im Trocknen sitzen. Ist aber noch zu früh. Ich bin noch keine halbe Stunde unterwegs. Aber schön mit Papierkorb. Vogelhaus gehört dazu. Ja, ist ganz gut. Weiter. So, da unten, das ist die Quelle der Moddau, die uns dieses Zeichen hier schon verrät. Und hier gibt es auch eine Bank zum Ausruhen. Und weiter unten noch ein Informationsschild, dann gehen wir doch mal da runter. Mal gucken, was wir da unten so alles sehen und erleben. Ohne zu stürzen, hier geht es nämlich steil ab. Hopp, 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 hopp. Ah, ja. So, hier werde ich gleich zu Mittag essen. Was haben wir hier? Irgendwas Offizielles. Lebe. Ja, das scheint wohl was Privates zu sein. Also etwas zur Erbauung. So, und hier kommt das Wasser aus der Erde. Und wird zu einem kleinen Bächlein. Schauen wir nochmal da vorne auf das Schild. Und hier sieht man dann, wie sie da von Richtung Tal läuft, an dem umgefallenen Baum vorbei. Ah ja, hier ist die die Moddau entspringt hier in einer Höhenlage von 505 Metern und mündet nach 44, ich nehme mal an, dass es Kilometer sind, bei Stockstadt in den Altrhein. So, jetzt wird aber etwas gegessen. So, ich habe jetzt mal mein neues Männerspielzeug angestöpselt. Und zwar ist das ein Funkmikrofon. Wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, müsstet ihr mich jetzt auf ziemlich große Entfernung, so sagen wir mal 25 Meter, deutlich hören. Ich winke mal. Und ich bin jetzt zwar weit weg, aber ihr hört mich von der Nähe. Gut, dann essen wir mal und werden es uns schmecken lassen. Und da ich ja auch noch mein Handy hier habe, könnte ich
mit zwei Geräten gleichzeitig filmen, mal einfach nur so zum Spielen. Das machen wir mal. So, also das ist mein Mittagessen. Etwas zu trinken. Blick über das Quelltal und da hinten, hinter dem Stein, steht die andere Kamera. Die hole ich jetzt mal ran. Und da ist der Empfänger drauf. Es ist dieses einfache, aber qualitativ sehr gute Rode Mikrofon. Rode Mi, Wireless Mi. Das ist für so Leute wie mich, die am liebsten alles ganz automatisch haben. Also man muss da gar nicht groß einstellen. Ist alles so eingestellt schon im also Werkseinstellung, wie es die allermeisten Feld-, Wald- und Wiesenamateure brauchen können. Man kann sich natürlich auch eine App noch runterladen und alle Einstellungen, die da schon gespeichert sind, durcheinander bringen. Aber wer Spaß an sowas hat, sollte sich dann doch lieber das größere Rode kaufen, das Go. Da kann man richtig viel dran rumspielen, wenn man an so Sachen auch gefallen hat. Und wenn das Gerät selbst auch schon ein eigenes Hobby ist, was es ja bei mir nicht ist, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Ja, ich stelle das Gerät jetzt auch gar nicht vor, was es auch alles kann. Ich verlinke euch 1-2 Videos. Da gibt es Leute, die können das viel besser als ich. Die kann man sich dann anschauen. Und ich sage nur, wie gesagt, wenn ich das veröffentliche, ich weiß ja noch gar nicht, ob es klappen wird. Das ist ja die erste Versuchsaufnahme. Aber wenn es klappen wird, werde ich es veröffentlichen und mit reinschneiden. Und dann wisst ihr, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle. Einfach anstöpseln, eine ganz gute Qualität. Und ansonsten wird da nicht groß irgendwas an den Einstellungen verändert. So, dann fangen wir mal an zu essen. Was haben wir denn da? Couscous-Salat mit Paprika und Rosinen. Lecker. So, und die Banane. Ich zeige es nochmal auf die Entfernung. Gut. Aber ihr müsst mir ja nicht beim Essen zuschauen. Und deswegen schalten wir das Ganze jetzt mal aus. So, ich stehe jetzt hier an einem Platz. Da sieht man eigentlich sehr wenig, außer dass es eine etwas rundliche Fläche ist hier direkt vor mir. Und hier war seit dem 15. Jahrhundert ein historischer Kohlemeiler. Dieser Pfad hier wird Alemannenweg genannt. Thank you.
Es gibt hier noch eine Quelle auf dem Rundweg, die sogenannte Gesprenzquelle. Die kommt hier aus dem Boden. Auch mit Rastanlage dabei. Und hier fließt sie in den Wald. Und eine Informationstafel, die besagt, dass die Gesprenz, dieses kleine Bächlein, von dem ich noch nie etwas gehört habe, sogar länger ist als die Moddau. Sie fließt nämlich in der Nähe von Dieburg und Babenhausen nach 62 Kilometer in den Main. Das hier ist der sogenannte Seibertstein, benannt nach Ludwig Seibert. Und dieser Ludwig Seibert war Mitglied im Odenwaldclub, so wie das hier wohl ausschaut. Oder der Stein wurde vom Odenwaldclub gestellt, aber ich nehme an, dass er schon dabei war. Und dieser Ludwig Seibert hat die Wegemarkierungen für die Wanderwege hauptsächlich entwickelt. So. Und zu diesem Turm da hinten geht es jetzt. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars, shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck, and I will come.
Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling storm. Make me roll at home. Baby, I'm stuck with a halfway. So, ich bin am Auto angekommen. Das war zum Schluss nochmal ein ganz gutes Tempo, was ich vorgelegt habe. Bin auch jetzt ziemlich nass geschwitzt. Aber das hat richtig gut getan nach langer Winterpause und nach überstandener Erkältung an die frische Luft zu gehen. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.